Seit 100 Jahren besteht die Firma Bauwelt Koch in Mattersburg. Landeshauptmann Hans Niessel und viele andere kamen persönlich, um der Geschäftsführung zu gratulieren. Die Feier fand im VIP-Bereich des Mattersburger Pappelstadions statt. Bauwelt Koch führt ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Baumaterialien, gepaart mit Beratungs- und Serviceleistungen, und ist ein zuverlässiger Ansprechpartner auf dem neuesten Stand der Technik. Sie feiern heute 100-jährige Jubiläum. Was sagen Sie dazu? Ich hoffe, wenn ich mit 20 war, das, wenn ich eine Wette gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich verloren. Und wie fühlen Sie sich heute? Na ja, im ganzen großen Gut, würde ich sagen. Nachdem ich 70 Jahre in der Firma bin, also kann ich auch noch ein zweites Jubiläum feiern. Und ich bin also so im ganzen großen noch fit und sehr unternehmungslustig und würde noch viel bewegen, wenn ich nicht meine schlechten Augen hätte. Herr Landeshauptmann, 100 Jahre Bauwelt Koch, 100 Jahre im Burgenland. Was heißt das? Vor 100 Jahren sind viele Burgenländerinnen und Burgenländer zum Beispiel nach USA, nach Kanada ausgewandert, die ich ja vor kurzem besucht habe. Die Familie Koch ist hier im Burgenland geblieben, hat die Ärmel aufgekrempelt, hat einen Betrieb gegründet und hat auf diesen Betrieb über Generationen aufgebaut. Und die Firma Bauwelt Koch hat heute über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie liefern Qualität, sie bilden Lehrlinge aus und sie haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für die Region besonders wichtig und was mich freut, ein jahrzehntelanger Sponsor des SV Mattersburg. Frau Bürgermeisterin, 100 Jahre Bauwelt Koch. Sie als Bürgermeisterin bei dieser Feier, wie fühlen Sie und was sagen Sie dazu? Ja, es ist ja so, dass wir als Stadt Mattersburg wirklich ein Glück haben, dass wir so viele tolle Unternehmen haben. Und der Name Koch bürgt in Mattersburg für Qualität. Wir feiern heute ein 100-jähriges Jubiläum. Ich glaube, das kann nicht jede Firma von sich behaupten. Das ist eine Generation von Unternehmen, das aufgebaut worden ist, vergrößert worden ist, geteilt worden ist und wirklich in jeglicher Hinsicht ganz, ganz wichtig für die Stadt Mattersburg ist. Und ich muss sagen, der Herr Kommerzialrat Koch, wissen wir auch, dass er ja wirklich auch ein offenes Ohr für unseren Sport hat. Er ist ja ein Langzeitsponsor für Sport und wir wissen, dass sie auch die Feuerwehr unterstützen. Die Frau Maria Koch ist Patin von Feuerwehrautos. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Familie und ich bin stolz, dass ich solche Unternehmer bei uns in Mattersburg habe. Und es freut mich natürlich, weil Sie wissen ja, mit Unternehmen kommen auch Steuereinnahmen in die Kasse Mattersburg. Da können wir wieder für unsere Bevölkerung etwas tun und daher gratuliere ich recht herzlich.